Kennt ihr das auch? Ihr wollt zuhören, könnt euch aber gar nicht richtig darauf einlassen, weil ihr gerade mit etwas anderem beschäftigt seid? Kinder, die so um die 10 Jahre alt sind, berichten mir immer wieder, dass Erwachsene ihnen gar nicht wirklich zuhören. Woher sie das wissen wollen, frage ich sie dann. Und sie antworten mir, dass die Erwachsenen ihnen Fragen stellten, die gar nicht zum Thema passen. Ich arbeite als Pädagogin und Entspannungstherapeutin in einer Mutter-, Vater- und Kindklinik im Bayerischen Wald. 137 solcher Kliniken gibt es in ganz Deutschland verteilt. Und wie der Begriff schon sagt, reisen Mütter, Väter mit ihren Kindern zusammen an. Damit wird gewährleistet, dass auch Mütter und Väter, die ihre Kinder nicht unterzubringen wissen, auch einmal aus dem Alltagsstress aussteigen können und sich in einer 3-wöchigen Kur wiederherstellen lassen können. Das Besondere an dieser Kurform jedoch ist, dass Eltern mit ihren Kindern wieder einmal Zeit miteinander verbringen können oder auch untereinander, und zwar Qualitätszeit. Wir sprechen von Qualitätszeit, wenn Menschen sich bewusst Zeit füreinander nehmen und während dieser Zeit sich nicht ablenken lassen, sich ausschließlich aufeinander einlassen und sich auch mal wieder zuhören. Das ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass gestörte Beziehungen wiederhergestellt werden können. Denn tatsächlich hat man herausgefunden, dass ein Grund für gestörte Beziehungen der Stress ist und der damit verbundene Mangel an Qualitätszeit. Stress ist nicht nur ein cooles Wort. Stress bringt Hektik an jeden Ort. Schnell, schnell, jetzt gleich muss alles sein. Ruhe kommt so nicht ins Leben rein. Hast du mal Zeit, dich auszuruhen? Fragst dich, wie soll ich das tun? Ach Mensch, hau den Tag mit Terminen voll! Multitasking ist heute die Stärke! Lässt den Stress dann an anderen aus? Holt dir das auch aus der Ruhe raus? Druck, Spannung, Hektik überall! Wo ist das heutzutage nicht der Fall? Merkt ihr was? Stress und Qualitätszeit passen nicht zusammen. Was machen wir denn da? Glauben wir doch ständig, alles auf einmal machen zu können. Neurowissenschaftler haben jedoch herausgefunden, dass der Mensch gar nicht multitaskingfähig ist, wenn er Aufgaben erledigen soll, die ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit erfordern. Wir können also gar nicht unseren Kindern oder unserem Partner zuhören und gleichzeitig darüber nachdenken, was wir noch so alles zu tun haben. Wir können also gar nicht unseren Kindern oder unserem Partner zuhören und gleichzeitig vielleicht lesen wollen oder am Handy hängen. Das geht nicht. Eine Sache ist zu viel. Das Handy blinkt, es piept, schnell nachschauen. Jede Neuigkeit ist wichtig, richtig? Glaub ich nicht. Das bringt dich aus der Ruhe nur und macht dich deinem Nächsten gegenüber stur. Kann grad nicht, bin beschäftigt, stress mich nicht, lass mich in Ruhe. Fällt nur noch, dass du sagst, du dumme Kuh. Zuhören und am Handy hängen funktioniert nicht. Denn gerade zuhören bedarf der absoluten Aufmerksamkeit. Versuchen wir dennoch beides zu tun, weil uns vielleicht das Smartphone vorgaukelt, dass wir multitaskingfähig sind, dann geraten wir unter Stress. Eine Sache wird zu viel und oft werden dann die Menschen zu viel, der Partner, die Kinder stören uns dann einfach, unseren eigenen Gedanken in Ruhe nachzugehen, das Smartphone zu bedienen, fernzusehen oder am Computer zu sitzen. Schließlich sind wir vollkommen abgenervt.
und bringen das so richtig unwillig zum Ausdruck und glauben tatsächlich fälschlicherweise oft, dass der Partner oder die Kinder daran schuld sind. Multitasking ist für uns Menschen ein Problem. Warum fallen wir immer wieder darauf rein? Vielleicht, weil einfache Aufgaben von uns tatsächlich parallel erledigt werden können und wir glauben, dass wir als Menschen grundsätzlich multitaskingfähig sind? Ihr kennt das doch auch. Haben wir viel zu tun und keine Zeit? Versuchen wir alles auf einmal zu machen. Wir glauben dann, dass wir schneller sind. In Wirklichkeit schalten wir lediglich von einer Aufgabe zur anderen um, verlieren dadurch viel Energie, sind viel schneller erschöpft. Wir Menschen sind nicht generell multitaskingfähig. Wir können loslassen. Wir können das akzeptieren, uns das bewusst machen, dass wir immer nur eine Sache richtig machen können, wenn wir wirklich Aufmerksamkeit dafür aufbringen müssen. Zuhören braucht Aufmerksamkeit. Zuhören ist eine ganz, ganz wichtige und zentrale Sache in der ganzen Welt. Wir Menschen sind kommunikative Wesen. Wir drücken uns durch Sprache aus. Ohne Zuhören gibt es keine echte Kommunikation. Könnte es sein, dass wir durch den Umgang mit den Medien das Bewusstsein dafür verlieren, dass ein persönliches Gegenüber immer spüren wird, ob wir im Gespräch abgelenkt sind? Jeder von uns weiß das, wie sich das anfühlt, wenn der andere nicht zuhört, oder? Kinder glauben dann tatsächlich, dass sie falsch sind. Vor allen Dingen, wenn die Erwachsenen ihnen dann noch sagen, und zwar ungeduldig sagen, rede doch mal ein bisschen schneller, komm doch mal auf den Punkt. Hol nicht so weit aus. Und unsichere Partner stellen ihr ganzes Sein in Frage. Wenn wir von Connecting the World sprechen, davon, dass wir anstreben, uns weltweit durch das Internet und Smartphone miteinander zu verbinden, aber uns untereinander gar nicht mehr von Angesicht zu Angesicht verbinden können, was dann? Dann geraten unsere Grundbedürfnisse nach Kommunikation und Beziehung in Gefahr. Was hat das für Auswirkungen auf unsere Kinder? Alleinerziehende Mütter und Väter sprechen ständig davon, dass sie das Gefühl haben, nur noch zu funktionieren. Immer nur schnell. Überlastung, Stress, keine Zeit mehr für sich. Immer nur zur Verfügung stehen müssen. Viele können sich selber und ihre Bedürfnisse und die ihrer Kinder gar nicht mehr wahrnehmen. Wertschätzung spielt gar keine Rolle mehr, Anerkennung auch nicht. Und dann, wenn sie sich nicht mehr wahrnehmen können, was dann? Sich nicht mehr fühlen können? Dann gibt es keine Qualitätszeit. Und schon wieder mal nicht zugehört. Und vielleicht mit einem schlechten Gewissen ins Bett gegangen. Zuhören ist für uns Menschen ganz wichtig. Wenn wir nicht zuhören, was passiert dann mit uns Menschen? Wie wollen wir dann weiterleben? Zuhören ist Ausdruck liebevoller Zuwendung, ist ein Ausdruck von Liebe. Wenn aber Mütter und Väter oder wir alle so unter Stress stehen, dass wir gar keine Kraft mehr haben und keine Geduld, einander zuzuhören, was dann? Vor allen Dingen, wenn unser Verstand
uns ständig sagt, das musst du noch tun und das musst du noch tun und das bitteschön und das und uns mit Sorgen plagt und mit Ängsten. Viele reagieren dann wie eine Maschine. Das schaffe ich auch noch. Natürlich, das schaffe ich auch noch. Ach, natürlich, das schaffen wir, das kriegen wir hin. Natürlich, nur beeil dich mal ein bisschen. Komm, komm, mach mal. Mensch, kannst du nicht mal? Ein Befehlston, immer nur ein Befehlston. Ich sehe so viele, die ihre Kinder im Befehlston kommandieren. Ja, wir werden natürlich noch sprechen miteinander. Später, Darling, später. Jetzt bitte nicht. Bitte nicht, du siehst doch, was ich zu tun habe. Später. Und oft gibt es das später dann gar nicht mehr. Und Kinder sind enttäuscht. Ja, Stress, Hektik überall. Wo ist das heutzutage nicht der Fall? Stress. Was machen wir denn da? Wie kommen wir denn da raus? Runterkommen. Sich aufs Herz besinnen. Nicht schon wieder etwas Neues beginnen. Liebe, Freude, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Und sind wir nicht alle nur dazu erwählt? Runterkommen, sich aufs Herz besinnen, nicht schon wieder etwas Neues beginnen. Liebe, Freude, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Und sind wir nicht alle nur dazu erwählt? Wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen. Ich, wenn ich glücklich bin, lege ich immer die Hand auf mein Herz. Ihr auch. Das Herz ist nicht nur ein Taktgeber oder eine Rhythmusmaschine. Forscher haben herausgefunden, dass das menschliche Herz ein neuronales Netzwerk hat, das über 40.000 neuronale Verknüpfungen verfügt. Unser Herz kann denken, sich erinnern, fühlen und Entscheidungen treffen, ganz unabhängig von unserem Kopf. Und unser Herz, das ist noch interessanter, hat ein Magnetfeld, das noch mehrere Meter vom Körper gemessen werden kann und sendet ständig Muster, rhythmische Muster durch den Körper. Bei Stress, chaotische Muster. Und bei Emotionen wie Liebe und Freude, harmonische Muster. Legen wir doch einfach mal eine Hand auf unser Herz. Machen Sie, macht ihr mal mit. Und atmet mal ein paar Mal ruhig in unser Herz hinein. Wir wollen das mal machen. Runterkommen. Wissen ist für uns Menschen nicht alles. Information ist für uns Menschen nicht alles. Information auszutauschen ist auch nicht alles. Wir sind mehr als nur Maschinen, die zu funktionieren haben. Maschinen werden gefüttert mit Informationen. Wir Menschen werden satt durch Gefühle wie Liebe, Freude, Freiheit. Jeder kennt das, wenn sich ein Herz in Liebe mit dem anderen verbindet, macht uns das glücklich. Liebe ist eine Energie, die uns glücklich macht. Ich habe ein Kinderlied geschrieben. L steht für Liebe. Willst du wissen, was das ist? Liebe macht die Herzen leicht, weil sie nicht vergleicht. Liebe macht, dass du verstehst, dass jeder einzigartig ist. Liebe hebt dich immer hoch, glaubt an dich und macht dich groß. Liebe, Liebe, Liebe schenkt auch immer Freude. Freude, Freude, Freude macht das Leben hell. Liebe ist so wunderbar, da sagen Kinder immer ja. Es lässt ihre Herzen aufblühen, wie die Sonne, die Blüten. Liebe wird uns immer wieder sagen, wenn es echte Liebe ist, wirklich echte Liebe, wahrhaftige Liebe, wird uns immer wieder sagen, dass wir einzigartig sind. Dass unser wahrer Wert sich nicht nach Leistung bemisst, das ist eines Menschen nicht würdig. Der wahre Wert eines Menschen ist sein einzigartiges Sein. Und das zeigt schon unser einzigartiger Fingerabdruck. Freude. Freiheit. Freiheit. Wir haben die Freiheit, uns zu entscheiden. Kopf oder Herz. Der Kopf ist nicht alles. Unser Verstand ist nicht alles. Unser Verstand kann keine Ruhe schenken. Sein Ding ist immer alles zu bedenken. Er listet dir fein alles auf.
Gedanken, die im Kopf rumkreisen, sollen dir schließlich die Richtung weisen. Kennt ihr das? Vor lauter Gedanken nachts nicht einschlafen zu können oder durchschlafen zu können, ich glaube, das kennt jeder. Wir können uns entscheiden. Wir können aus dem Kopf raustreten. Der Kopf kann keine Ruhe schenken. Wenn wir uns für das Herz entscheiden, dann können wir runterkommen. Wisst ihr, wenn ich das den Eltern klar mache, dann können sie sich entspannen, weil dann müssen sie mal einmal nicht darüber nachdenken, was sie alles falsch machen. Denn wenn wir uns auf das konzentrieren, wer wir sind, wenn wir uns auf unser Herz konzentrieren, machen wir gar nicht so viel falsch. Freude. Dann haben wir nämlich auch Freude, wieder einander zuzuhören. Dann ist es keine Belastung mehr für uns. Dann ist es eine Freude. Freude ist eine wunderbare Energie. Die hebt uns empor. Die versetzt uns in eine andere Dimension, in eine Dimension außerhalb von Raum und Zeit, immer im Jetzt. Sie setzt uns ins Jetzt. Da hören die Gedanken auf. Da wird es mal ganz still um uns herum. Wir leben nur im Jetzt. Menschen leben immer nur im Jetzt. Wir leben nicht in der Vergangenheit. Wir leben auch nicht in der Zukunft. Wir leben alle nur im Jetzt. In deiner Gegenwart ist es so schön, sagt man doch. Kinder leben immer im Jetzt. Und Kinder leben immer in der Freude. 400 Mal am Tag lachen Kinder. 15 Mal nur Erwachsene. Was würde es bedeuten, wenn wir uns in die Freude der Kinder einklinken würden? Ihre Freude teilten. Und ihnen damit Aufmerksamkeit schenken würden. Wäre das nicht schön? Zuhören ist auch eine Form von Aufmerksamkeit. Zuhören ist wunderbar für Kinder. Die brauchen das, dass man ihnen zuhört. Das fördert ihr Selbstbewusstsein. Das bestätigt sie in ihrem Sein. Wenn wir Kindern nicht mehr zuhören, lernen sie auch das Zuhören nicht mehr. Wir dürfen anfangen, uns auf das Wesentliche wieder zu konzentrieren. Oft genug sind wir so beschäftigt, dass uns das gar nicht mehr bewusst ist, was wir wirklich als Menschen brauchen, damit wir nicht das Gefühl haben zu funktionieren. Wir brauchen Liebe, Freude und Freiheit. Connecting the world durch Liebe. Dankeschön.